Servus meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Fuchs Gaming. Und ich bin wie immer der Fuchs für euch und natürlich schön, dass ihr heute da seid. Ja, wir spielen wieder Herr der Ringe Online, den epischen Abenteuer hier von Mittelerde. Unser kleiner Hobbit Treso ist jetzt nun auf dem Weg zu dem Verbandjäger, den Sohn von Hauptmann Farnbach, der verstoßene Sohn. Aber leider sind die Zeiten sind schlecht geworden, die Schwarzwolds dringen hier in Arschit ein und wollen alles übernehmen und kaputt machen. Und deshalb müssen wir dem Sohn nach Hilfe bitten. Wir sind auf dem Weg zu seiner Jagdhütte. Und werden schauen, wie er reagiert. Wird er seinem Vater helfen? Mal gucken. Willst du nicht weiterlaufen, mein Freund? Er ist ein bisschen faul heute Morgen. Party war gestern zu lang. So. Er befindet sich im Haus. Oh, die haben ja schon Bären erlegt. Oh, ein Spieler. War AFK, aber ein Spieler. Mein Vater wird Arschet mit seinem Leben verteidigen. Ich hoffe jedoch, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich vermute, dass ihr schlechte Kunde aus der Stadt bringt. Ja, ihr seid aus der Stadt gekommen, oder nicht? Ich habe alles aus der Ferne beobachtet. Der Himmel hat sich schrecklich verdunkelt und es liegt ein Schatten der Unruhe über Arschet. Über den Einwohnern wie auch den Tieren und den Bäumen. Lasst mich raten, mein Vater hat nicht die Weisheit, um all dies zu bemerken. Also habt ihr von seinem verbannten Sohn gehört und seid gekommen, um ihn um Hilfe zu bitten. Also los, raus damit. Ich möchte hören, was ihr zu sagen habt. Cornelius Strohlehm hat letztendlich sein wahres Gesicht gezeigt. Cornelius Strohlehm hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Ich wusste, dass er ein böses Herz hat, aber mein Vater ist einfach zu gutgläubig. Er denkt nicht gern schlecht über andere Leute. Seine Ignoranz hat mich schwer getroffen, aber er ist ein guter Mann. Also, um eure Frage zu beantworten, ja, ich werde Arschet zu Hilfe eilen. Ich selbst und meine Freunde auch. Ich bin ein Jäger und erfahrener Krieger, von meinem Vater, dem Hauptmann selbst, trainiert, und ich würde lieber sterben, als untätig herumzustehen, wenn garstige Räuber ein anständiges Volk überfallen. Lass uns sehen, was noch zu tun ist, bevor der Sturm über uns hereinbricht. Während meine Krieger und Waffen sammeln, solltet ihr euch in das Lager der Schwarzwolds schleichen und ihren Plan für den Überfall heute Nacht herausfinden. Hier überall. Besiegt Räuber, um ihr Ziel zu mindern. Sammelt Informationen über den geplanten Überfall der Schwarzwolds.
Der falschen Bande angelegt. Wir haben starke Freunde. In einem Brief in der Tasche steht geschrieben, dass die Schwarzbolts heute Nacht mit dem Angriff zu Hilfe kommen. So, wir haben alles erledigt. Los geht es wieder zur Jagdhütte. Ach, hey. Doch, hier geht's weiter, oder? Geht's hier weiter? Haben die einfach Büschel gemacht, damit wir sehen, dass hier einfach Ende ist. Er steht ja immer noch hier. Der Kollege. Eingeschlafen. Im Stehen. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Treso. Und ihr wart doch so schnell. Das wird ein Segen für Archet sein. Jetzt sind wir in der Lage, ihre Angriffe mit der passenden Strategie niederzuschlagen. Wir benötigen nur eine Strategie. Was für ein ausgezeichneter Fund, Treso. Diese Leute aus Angmar scheinen bösartige Feinde zu sein. Aber wenigstens wissen wir jetzt, gegen wen wir kämpfen werden. Auf dem Plan ist auch eine Karte, die auf den alten Ostpfad deutet. Der ist gleich hier in der Nähe. Wir alle meiden diesen Pfad, außer Atli Spinnenfluch, ein Besucher aus dem Gebiet östliches Nebelgebirge. Sprecht mit Atli und findet heraus, was er über den Pfad weiß. Wir können den Pfad zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir ihn erfolgreich auskundschaften. So, für mich gibt es jetzt erstmal einen Hut. Habe einen wunderschönen Hut bekommen. Toll. Sieht zwar genauso aus wie der andere, aber so muss ich aussehen. Perfekt. So, wir haben jetzt, können jetzt unseren ersten Fertigkeitspunkt investieren. Klasseneigenschaften. Wir können
verschiedene drei verschiedene Wege gehen. Einmal der Verteidiger der Freien, die kühne Klinge oder der Schattenkämpfer. So, nutzt Schadensreduzierung und Verteidigung, um seine Verbündeten zu schützen. Ganz klassische Tank-Geschichte. Die kühne Klinge nutzt Blutung und Angriff mit hohen Schaden, um Gegner zu bezwingen. Oder nutzt im Kampf Lichtschaden, um zweihändiges Tanking, um Gegner zu bezwingen. Mhm. Enthält sich auf das Austeilen von Schaden. Ah, ich bin ja mehr so der Schadenstyp, ihr wisst ja, wer mich kennt, Respekt vor dem Tank. Wird mein Leben lang so sein. Deswegen werde ich mich für die kühne Klinge entscheiden. Und wir haben jetzt einen Fertigkeitspunkt, den wir ausgeben können. So, Nervenkitzel des Kampfes. Kritische Treffer mit reaktiven Fertigkeiten heilen einen gewissen Prozentsatz eurer maximalen Moral. Diese Heilung kann nur alle 20 Sekunden ausgelöst werden. So, jetzt kann ich aber das nicht machen, weil ich habe das damit schon getan. Muss doch noch leveln. Egal. So, was haben wir hier unten? Die Rasseneigenschaften. Hier unten haben wir die Tugendeigenschaften. Oh, das haben sie aber gut überarbeitet. Also, das Spiel ist auch nicht für Casual-Spieler. Also doch irgendwie schon so ein bisschen, aber doch nicht ganz so ganz. Das Spiel hat doch eine gewisse Tiefe, muss ich sagen. Und hier der Tugendeigenschaften haben sie auch optisch verändert, was ich auch sehr nice finde. Man kann natürlich immer, wie ihr seht, hier unten, wenn ihr so eine Sache seht mit so einem Talerchen, dann könnt ihr das immer im Shop erwerben, ein paar Pushs holen für Level, Tugenden, ja, whatever. Ja, und durch die Tugenden, die ihr macht, jetzt muss ich kurz mal gucken, ob es dasselbe ist. Ist das Tugenden, oder? Nein. Aha, das Buch der Taten, das gibt es auch noch. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen viel. Also das Buch der Taten ist zum Beispiel, ist auch sehr interessant. Das ist alles auch so eine gewisse Grind-Geschichte, aber die hält sich noch im Rahmen. Also wir reden hier nicht von einem WoW 100.000 Rufpunkte sammeln, sondern zum Beispiel in dem Gebiet, wo wir uns gerade befinden, müssen wir zum Beispiel 100 Wölfe töten, um zum Beispiel eine gewisse Sache freizuschalten. Wie zum Beispiel, wie ihr hier seht, sowas wie, keine Ahnung, maximale Moral, maximale Stärke oder whatever. Und das Gute ist dabei, dass bei diversen Tugenden kriegt man dafür Talerchen. Also man hat früher immer gesagt, mein Grundspiel war es auf jeden Fall so, dass wer diese Tugenden fleißig abarbeitet, bekommt Herr der Ringe Punkte und kann sie dann im Shop ausgeben und kann sich davon zum Beispiel die ganzen Quest-Packs kaufen und so weiter. Also man müsste im Endeffekt für dieses Spiel keinen Cent ausgeben. Ja, das ist halt immer der Gegenwert zwischen kaufen und die Leistung in Arbeit reinstecken. Ja. Das ist natürlich hier noch gar nichts am Start. Haben wir alles. Alles abgeschlossen. Haben wir auch nichts. Belohnung haben wir auch nichts. Also ich kann euch leider im Moment noch nicht zeigen. Wahrscheinlich ist das Buch der Taten noch nicht freigeschaltet ab einem gewissen Level. Aber hier gibt es zum Beispiel, wie gesagt, die Tugenden, wie ihr seht. Kann man hier so Sachen machen. Euer Handeln hat euch große Zuversicht geschenkt. Wo man dann hier, wie gesagt, mehr kritische Treffer bekommt. Tralala und hopsasa. So. Gut. Genug des der trockenen Erklärung hier. Wir sind ja zum Spielen hier und nicht zum Vollquatschen. So, meine Lieben. Aber da kommen wir auch direkt schon wieder zum Ende für dieses Let's Play. Es war schon wieder spannend, meine Lieben. Unsere Reise geht weiter. Und was ich noch dazu sagen möchte für die Leute, die es noch nicht kennen, also was wir jetzt hier gerade zum Beispiel spielen. Es gibt hier auch wie in anderen Rollenspielen oder auch nicht. Aber hier gibt es sowas, zum Beispiel eine Hauptquestreihe. Das nennt sich die epische Questreihe, epische Bücher ungefähr. Und in dieser Reihe spielt man
die Geschichte von Herr der Ringe einfach noch. Ja, man hat hier im Spiel auch die originalen Figuren, alle sind da. Die Hobbits sind da und hier unser weißer Zauberer Gandalf ist da, die sind alle da. Ja? Und man ist in dieser ganzen Geschichte einfach verwickelt, bis es halt nach Mordor geht und so weiter. Und genau, und man hat halt die ganzen Nebenquests. Ja, also man kann sich dafür, ja, man kann machen und tun, was man will. Man kann einfach nur so questen oder an die Geschichte weitermachen. Also das ist schon wirklich sehr interessant, finde ich, gemacht. Und ja, okay. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses tolle Let's Play hier von unserem kleinen Hobbit-Treso. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.